Super. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Vis-a-vis, dem Format, wo wir uns Erfolgsstories für inspirierende Menschen anschauen und seine Tipps und Tricks auszufiltern, dass dann halt jeder von uns im Labor arbeiten kann. Heute sind wir da mit dem Christian Holzknecht. Danke. Christian, für alle, die ihn nicht kennen, du kriegst ein kleines Intro von mir. Normalerweise tun wir da ziemlich leicht, aber dein Lebenslauf liest sich ja gleich wie ein Film. Du hast ja ursprünglich angefangen als Elektriker. Bist dann, glaube ich, Mitte 20 nach Los Angeles. Hast dort wirklich die Stars und Sternchen fotografiert, die Topmodels für den Playboy fotografiert. Ja. Hast aber, glaube ich, ziemlich ein ambivalentes Leben geführt, weil du gleichzeitig auch noch im Krieg warst praktisch. Ja. Also bist Berufssoldat gewesen und Personenschützer in Krisengebieten. Und mittlerweile verwendest du deine Präsenz und deine Erfahrungen, um deiner Leute Stimme zu geben, die oftmals keine haben. Speziell auch mit deinem Buch, zu dem man nachher noch kommt, wo es ein cooles Gewinnspiel gibt nachher. Mhm. Und dann hätte ich gesagt, fertig mit dem ganzen Standardzug und wir fangen mal an mit dem Wichtigen. Falls unser Format ein bisschen gesehen hast, du siehst, die allererste Frage, die ich immer stelle, ist, wenn du die Chance hättest, bei uns auf der Autobahn, auf der A14, also da im Schöner Vorarlberg, ein riesiges, gigantisches Plakat zum Aufstellen. Egal mit welchem Inhalt, egal mit welchem Text, was wäre das? Es wäre wahrscheinlich ein Porträt in Schwarz-Weiß vom Dalai Lama, wo er sich verbeugt und drunter wird da Liebe sehen. Ich habe ihn als Kind einmal tatsächlich persönlich getroffen, da in Lauterach, musst du dir vorstellen. Und ich kenne viele von den Bergsteigern, die mit ihm vom Werk waren. Also mein Vater selber war Bergsteiger und ich selber habe auch viel mit halt Reinhold Messner und Peter Haberler, der dazu mal mit ihm auf dem Everest war. Also ich bin in der Himalaya-Welt irgendwie aufgewachsen, obwohl ich selber nie dort war. Aha. Und das mit dem Liebe-Sehen, das ist eigentlich von einer sehr wertvollen Frau da in Vorarlberg, die Nicole, die es eigentlich als Hashtag angefangen hat zu etablieren, weil sie eine sehr feinfühlige Frau ist und einfach gemerkt hat, wir brauchen gar nichts anderes, als wir einfach mehr Liebe. Okay. Und ich weiß, da kotzen jetzt viele, weil das ist halt spirituell angehaucht und da sind die her nie der Ruf mit dem Scheiß. Aber da kommen wir dann später dazu, weil ich habe ja in meinem dualen Lehrer ein sehr gewaltvolles Lehrer gelernt, oder? Und deswegen glaube ich, dass das ist, was am meisten mehr werden darf, weil von Gewalt und Hass und Zorn haben wir schon genug. Weil sonst hätte ich aufgeschrieben, Hashtag mehr Zorn. Ja. Aber hätte jemand anderer braucht, wie der Dalai Lama. Da sind jetzt ein paar Sachen dabei. Ich glaube, da geht es jetzt um Mentoren, da geht es um Liebe, da kommen wir noch einer dazu. Ja. Eine Sache möchte ich noch machen, und zwar, Max, ich gebe dir schnell mein Handy. Und zwar, einen kleinen Teil möchte ich live machen, sein Executive. Und jetzt aber möchte ich was haben, weil du aber so ein ganz, für alle Leute jetzt aber live zu schauen, so als kleiner Sneak Peek für das ganze Video, machen wir das live. Durch das, dass du so einen ganz spannenden Lebenslauf hast, gerade angefangen als Elektriker in Vorarlberg, möchte ich dich fragen, wie findet man das, für was man so brennt, was du jetzt immer noch 30, 40 Jahre später immer noch machst und immer noch so gut machst und so erfolgreich auch noch. Wie findet man das? Wie war das bei dir? Also ich sehr gerne, das hat mich gefunden, weil offensichtlich habe ich mit 8 Jahren schon behauptet, ich will Fotograf werden. Okay. Also das ist deswegen Überlieferung, weil ich mich nicht erinnern kann, aber der Papa hat das gewusst von mir. Kann man das sagen, wenn du siehst, du hast als Kind schon immer gewusst, für alle, die jetzt vielleicht erklärt durchs Labor wandern und nicht hundertprozentig wissen, was möchte ich eigentlich machen? Ich bin Mitte 20, Anfang 20, ich bin 18, ich weiß nicht, was ich tun soll. Lohnt sich da vielleicht nachschauen, was man als Kind gern da hat? 100 Pro. Und was ich noch als fast noch wertvoller finde, ist, wenn man nicht in Berufen denkt, um den Beruf zu finden, sondern in der emotionalen Anforderung. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, sagen, ist aber nicht. Ja. Wenn ich also mit jemandem berufsmäßiges Mentoring mache, das mache ich sehr oft, witzigerweise, weil es ganz vielen Menschen so geht, dass sie irgendwo merken, das, was es ist, ist nicht. Aber sie auch nicht wirklich greifen können, was wäre es denn? Frage immer die gleiche Frage als allererstes. Wenn du 1 Million Euro morgen am Konto hättest, was würdest du machen? Das ist übrigens so für die gut, die in einem Beruf sind und behaupten, der begeistert sie. Und mit der Frage kommst du schnell drauf. Ja. Ne? Weil wenn jeder, der sagt, ja, würde zuerst mal in Urlaub gehen, weißt, der ist entweder überarbeitet oder im falschen Beruf. Ne? Oder der sagt, ich würde sofort kündigen, der weiß, er ist im falschen Beruf. Ja. So, jetzt kommst du eher an die Sache, nämlich du holst das Monetäre raus aus dem Job. Und damit sind 90% von denen schon woanders, wie sie vorher waren. Weil bei uns das so eingerichtet worden ist, du musst ja immer auch ein bisschen die monetäre Seite einfließen lassen. Ja. Oder mir zum Beispiel hat gesagt, ja, ich schlafe gern. Und dann sage ich, super. Und dann sagt er, ja, aber mit dem kann man kein Geld verdienen. Dann sage ich, bist du dir sicher? Bist du dir sicher?
Oder glaubst du, dass vielleicht auf der Welt irgendeiner, nur ein Mensch existiert, der vielleicht wirklich mit Schlafergeld verdient? Vielleicht gibt es so Tausende. Ja. Vielleicht weißt du den Beruf nur noch nicht. Verstehst du, es geht ums Erweitere deinen Horizont. Wir sind so schnell in Türen zuschlagen, dass aus dem außer nichts entstehen kann. Da ist zu viel Druck drunter. Es gibt für jeden Mensch die richtige Berufung. Ja. Und wir müssen nur den Mut haben, uns da nicht zu verändern. Und manchmal müssen wir die Rochaden machen, dass jeder zu seinem kommt. Das dauert ein bisschen, aber es ändert in dem Ergebnis, dass alle, wir alle das tun, wofür wir am meisten begeistert sind. Und das ist viel besser wie früher. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, ja, da muss man halt länger durchhalten und dann irgendwann gefällt es dir. So ein Müll. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Was soll ich das jetzt lang schon reden oder warten, bis es... Weil das wäre eher so, du kochst eine beschissene Suppe, die echt scheiße schmeckt. Das heißt, zwei Möglichkeiten. Du kannst die Zutaten verändern, bis sie das schmeckt. Oder du kannst sie so lange essen, bis sie das schmeckt. Ja. Also, was glaubst du, was ist feiner? Eher, ja. Das ist völlig logisch. Und im Lehrer tun wir das aber laufen. Wir bringen mit der gleichen beschissenen Leute umgeben wir uns. Wir blieben in Beziehungen, die sind völlig schadhaft. Wir erträgen uns irgendwie. Wir machen Berufe, nur weil man uns Geld dafür gibt. Wir machen permanent Suppelöffel mit beschissenen Gewürzen drin. Und tun so, wie wenn das völlig normal wäre. Anstatt dass wir einfach reingehen und die Suppe fucking neu kochen und neue Zutaten erfinden. Da gibt es noch eine Sache, die ich noch erklären möchte für alle, die noch live zuschauen oder das nachher live anschauen. Der erste Sprung ist immer der, okay, ich habe was, was mir Spaß macht, ich habe was, was ich gern tue, aber was passiert mit dem Geld? Weil Gesellschaft funktioniert ja doch immer noch voll so, oder? Wie, super Frage. Wie übergehst du diese Angst? Und die meisten, die das jetzt hören, werden dir sofort recht geben und sagen, ja genau. Sag doch das einmal, jetzt redest du von Begeisterung. Was merkst du, was ist die Vorname? Dass wenn du das tust, was dir am meisten begeistert, kein Geld verdienst. Nur wo kommt das her? Ja. Wer sagt das? Der eine sagt, ich möchte gerne Musik machen, aber eine Million Musiker kenne ich, die kein Geld verdienen. Ja. Sag ich, siehst du, und ich kenne 20, die verdienen ein Vermögen. Das sind auch Musiker. Ja. Und was wird der sagen? Ja, der dir. So bin ich ja nicht. So, das ist der Punkt. Wir halten es nicht für möglich. Wir trauen dem nicht, dass wenn irgendeiner so wie ich daherkommt und sagt, der, was retten der, nur weil ich begeistert bin, heißt das nicht, dass ich mit dem Geld, geschweige denn viel Geld verdiene. Ja. Und siehst du, das habe ich geändert. Weil ich habe früher den gleichen Struggle gehabt. Ich habe mich so verhurt als Fotograf. Ja. Ich habe derart viel Scheiße produziert, dass es mich teilweise beschämend dunkt, heute noch. Mit der Ausrede, was muss ich erlernen? So was passiert im Umfeld, jeder gibt dir recht. Jeder sagt, ja, das Leben ist kein Schocki und manchmal muss man sich verhuren, das passt schon. Schaffer, Hüslebauer. Und da habe ich irgendwo erst viel später gemerkt, da bin ich auf was reingefallen. Nämlich auf genau das Gleiche, dass das nicht verbunden ist. Nur wir kennen die herangehen, die sagen dann, ja, wenn ich mal viel verdiene, bin ich auch begeistert. Nur der geht so nicht. Der geht nur the other way around. Geil. Und das ist cool, oder? Ich meine, da braucht es ein bisschen Urvertrauen. Das muss man einfach auch mal erklären, im Kopf auch reifen lassen. Sind wir da so gleich beim Thema Mentoring wieder? Du hast, wo wir vorhin geredet haben, du hast mir viel erzählt. Du hast schon viele Mentoren, oder? Wo du immer wieder was nachschaust. Du bist schon für manche Leute ein Mentor. Ist das etwas, was du Leute empfehlen würdest, so sich einen Mentor suchen? Wenn ja, wie findet man so einen? Also Empfehlung ist definitiv ja, das ist ganz klar. Mentor heißt ja nichts anderes als da ist ein Mensch, der hat was oder kann was, das ich gerne hätte oder können würde. Ja. Dass ich dann reingehe und sage, ich hätte es gern und ich könnte es gern, was du kannst oder hast, kann ich von dir lernen, ist der erste und einzige Schritt, der zum Tun ist. Und das ist sehr clever auf jeden Fall zu machen und zwar nicht ein Mentor, sondern im Idealfall für jedes Segment, in dem du dich entwickeln magst, einen oder mehrere. So, die nächste Frage für dir, was ist die Anforderung, die vergleiche ich gern mit einem Bergführer, weil ich halt in der Berg aufgewachsen bin, nämlich, ich bringe mir das Beispiel, oder wie wäre das für dich, wenn du einen Bergführer buchst, weil du möchtest auf einem Berg, auf dem du noch nie warst, und du weißt, der Berg ist schwer. Du willst Sicherheit, kostet am Bergführer. Jetzt kommt der Bergführer am Parkplatz unterhalb vom Berg zu dir und sagt, du schau, da ist ein A4, kopiertes Blatt, da ist die Anleitung, die hast du jetzt da, viel Spaß, schöner Tag, ich bin wieder weg. Glaubst du, dass das ein guter Bergführer wäre? Eine sehr gute Metapher. Nein, ist kaum, nicht möglich. Ne? Ja. So, was habe ich für einen Anspruch an einen Bergführer? Ich habe den Anspruch, dass er selber schon mal auf dem Berg war. Das, glaube ich, ist die wichtigste, weil sonst hätte ich kein Vertrauen. Ja.
dass er in dem, was er tut, gut ist, also diese Fähigkeit, wenn man so will, diese Entschlossenheit und Fähigkeit. Und dann, und das ist eigentlich das Wichtigste, ich will, dass der mir vorausgeht. Ich will nicht vorausgehen und der läuft hinter mir. Ja. Der läuft voraus. So, warum macht er das? Weil er kennt den Weg. Er kennt die Abzweigungen. Er kennt die Gefahren und er gibt dir die Freiheit, dass du, während du dem folgst, links und rechts den Ausblick genießen kannst, weil er für die Dinge da ist. Ja. So, da merkst du, das sind mehr Ansprüche, als wir nur, ich will auf den Gipfel. Ja. Das hat für einen Weg auch einen hohen Anspruch. Und so sind Mentoren zum Aussuchen. Da macht natürlich der Gott extrem viel rein. Deswegen Mentor auf jeden Fall. Und man darf das jetzt auch noch umlegen. Es kann natürlich auch, wenn du es als Coach nennen würdest, ist es ein Coach. Ja. Oder wenn du sagst, ein Trainer, ja, ist ein Trainer. Ja. Oder wenn es einfach nur ein guter Freund ist, ist es ein guter Freund. Ja. Also der Titel ist nicht so wichtig, als wie der Inhalt. Erkenne, dass du etwas haben willst, wo du irgendwo anders findest, ja, und frag danach, ja, dass es dann auch kriegst. Und das mit dem bei der Wahl, ist der schon mal auf dem Berg da, man sieht, da darf man genau schauen. Weil es gibt einfach Bergführer, die das behaupten. Und das sind dann die, wo mit einem A4-Zettel kommen am Parkplatz. Ja. So, wähle weise. Ja. Aber wähle. Super, super Tipp, weil dieses Toolset hat noch eine Kleine gefällt in unserem ganzen Repertoire da. Fühlst du es, glaube ich, sehr gut, ja. Ich sollte mit dir gerne eine kleine Zeitreise machen. Ja, das ist eine von meinen Lieblingsfragen, nämlich für alle jüngeren Zuseher, die jetzt Zuschauer sind. Ja. Und zwar, wenn du die Chance hättest, einem 18-jährigen Ich nochmal einen Rat mit auf den Berg zu gehen, was wäre das? Also, das Allererste, was ich sage, hat mehr Leichtigkeit und locker bleiben. Aha. Ah, setz dich so leicht, oder? Ja, das, du hast recht und das bedeutet noch einen Scheiß. Das ist so, wie wenn jemand sagt, du, ich wäre gern glücklich, was soll ich tun? Und ich sage dann, sei glücklich. Der geht genau gleich nicht. Ne? Ja, genau. So, es ist ja klar, das hat mir einem 18-Jährigen gefehlt. Ich meine, da bist du frisch aus der Prägephase raus und hast halt die ganzen limitierenden Glaubenssätze, wie ich jetzt im Dorf aufgewachsen in Schwarzach, dazu mal mit nur 1500 Einwohner, da hat jeder jeden kennt und jeder hat aber mit jedem 10 limitierende Glaubenssätze auf dem Werk gegeben. Ne? Das Leben ist kein Schocki, das ist alles nicht so leicht, weil ich weiß nicht, wie du das vorstellst und so weiter. Genau, ja. Der Robert Betz hat das einmal für mich am trefflichsten formuliert und ein bisschen mit Humor auch zum Senner. Er sagt, die ersten 20 Jahre kriegst du die ganze Scheiße in den Kopf da. Die zweite 20 Jahre lebst die Scheiße aus, zum dann drauf kommen, dass es Scheiße war. Und die dritte 20 Jahre gibst du wieder das so mit allem Geld und Erfolg dafür her, dass du wieder so wirst, wie du auf die Welt gekommen bist. Ja. Und das ist so eine Ironie. Und das hat bei mir so gestimmt. Ich bin 45 gewesen, war sogar noch spät berufen, bis ich endlich einmal dem Schmerz nachgegeben habe und gesagt habe, hey, fuck, ich weiß gar nichts. Ich muss einfach irgendwoher Hilfe holen, weil ich schaff's nicht. Bei allem noch aus, weil ich war ja auch so ein Maskenmensch, ich habe nach außen immer ein Mordstheaterstück aufgeführt und ich habe mich als extrem erfolgreich feiern lassen und ich habe mich null erfolgreich gefühlt. Du hast das auch vorhin sehr gut erzählt, oder? Das, was ich echt sehr passend finde. Du bist immer erfolgreicher geworden, oder? Ich glaube, in Amerika bist du aufgegangen und immer erfolgreicher und hast aber selber gesagt, du bist gleichzeitig immer unglücklicher geworden. Ja, das war so. In erster Linie zeigt es eigentlich nur, ich habe gar nicht gewusst, wo eine. Ich habe nicht gewusst, wer ich bin, ich habe nicht gewusst, wie das Lehrer geht. Ich habe vor allem nicht gewusst, wie es in glücklich geht oder leicht geht. Und das habe ich halt drum so lange gemacht und das waren bei mir 25 Jahre, wo ich dieses Doppellehrer gelernt habe. Ja. Wie kann man jetzt die 25 Jahre vielleicht vorgreifen und davor intervenieren, bevor es 25 Jahre lang? Das ist sogar eine clevere Empfehlung. Ja. Und die Sache ist ganz simpel, da sind wir wieder, wo wir vorher schon gesagt haben, hab klar, was du willst, wer du bist, im Sinne von, wofür bin ich da hergekommen? Das ist zum Beispiel eine super wertvolle Frage. Wofür bin ich da hergekommen? Ja. Auf die Welt? Genau so ist es. Das ist eine spirituelle Frage. Weil die meisten Menschen, wenn sie fragst, vielleicht ist dir aufgefallen, aber ich erwähne es nochmal, weil es so wichtig ist. Ich habe nicht gefragt, warum. Sondern wofür? Sondern wofür? Ja. Weißt du den Unterschied? Du suchst es nicht von außen, denke ich, oder? Warum geht in die Vergangenheit? Okay. Ja. Und wofür geht in die Zukunft? Ja. Die Frage habe ich von meinem Psychologenfreund mitgekriegt auf einer Mission nach Somalia. Also da bin ich noch mit der Waffe in Einsatz gegangen. Ja. War übrigens 2014, also das ist ja noch nicht so lange her. Ne? Und mit der Frage, die hat mich zermartert, zermürbt, die hat mich aggressiv gemacht, ich habe auf den gespuckt und geschumpft, weil er einfach nur den Scheiß in meinen Kopf da hat. Ja. Aber es hat mir am Schluss das Lehrwerk gerettet und das alles umgeändert. Ja. Und jetzt wieder zurück auf diese, der Ansatz, oder wie kann ich mir die 25 Jahre Schmerzen sperren, indem dass du vorher klar kriegst mit dem Wofür.
Weil das Wofür ist viel näher an dem, wie wir vorher gesagt haben, was begeistert dich am meisten. Mhm. Da steckt immer die Wofür. So, wenn du dem dienst, kann es andere nicht mehr stehen. Ist gar nicht möglich. Ja. Dafür musst du nur eine Sache vorher machen. Du musst es zulassen, dass es möglich ist. Du musst es nicht glauben. Ja. Du musst es auch nicht lehren. Aber du musst es für möglich halten. Weil unsere Gehirne tun da manchmal seltsame Sachen. Oh, aus der Prägung, ne? Das geht doch gar nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Wofür? Ich bin da zum Mietezahler. Darum kann ich auch geschaffen. Ne? Weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich unter der Brücke. Das ist, was die meisten Menschen als das größte Leid mit sich herumtragen und es nicht angeht, weil sie glauben, das muss so sein. Warum? Sind, ja. Weil alle Menschen so geglaubt haben. Ja. Ist ja klar, oder? Wenn du heute mal ein kompletter Spinner bist, ein Außenseiter, ein Hippie, irgendwas machst, ja. Was passiert? Die Masse der Menschen spuckt auf die oder attackiert die oder kritisiert die oder ignoriert die. So, was muss ich tun, wenn ich sage, aber ich wäre gern glücklich? Oh, wenn ihr es alle nicht sind, was muss ich tun? Ich muss gegen die Norm werden. Ja. Und das muss man auch sagen. Aber es ist ein Werk und der funktioniert. Und der funktioniert für jeden. Weil ich weiß, jetzt sind da sehr ein paar, die das lernen und sagen, genau. Ist so ein Blödsinn, bei mir geht das nicht. Und ich wäre vielleicht früher genau gleich gewesen. Aber jeder Mensch kann alles sein und alles erreichen und jede emotionale Form des Lebens erreichen, wenn er entschieden hat, das zum Wählen, und danach ist ihm wurscht, wie lange es geht. Das ist klar, oder? Wir sind natürlich auch in einer Gesellschaft, wo jeder sagt, ja, aber ich hätte es gern morgen. Danke, ja. Und wenn ich es übermorgen nicht habe, ist es ein Scheiß, weil dann funktioniert es nicht. Man kennt ja das, oder? Frau erzählt mir immer schon in den Spiegel und macht dir Komplimente, was übrigens ist voll Müll, absoluter Scheiß, das funktioniert null. Aber der Punkt ist, und die Idee dahinter ist gut, oder? So quasi zwing die. Ja. Also im NLP sagt man fake it till you make it. Ich wollte fake it till you make it. Genau. Und so, jetzt, wenn du in den Spiegel in die Schule sagst, ma, bin ich schön, und dahinter sitzt, ach, so ein Blödsinn. Nein, ich bin heute wirklich schön. Also, dass du den Rotz glaubst, was du da gerade selber denkst, was so? Genau. Ja. Das ist wie quasi Bad Cop, Good Cop in deinem Kopf. Ja. Da hast du keine Chance. Du musst das zuerst verändern. Du musst zuerst das verändern. Du musst dieses positive, grundsätzliche überhaupt einmal in dein Repertoire zulassen, dass es einmal nur ansatzweise möglich ist. Ja. Davor kannst du gar nichts umprogrammieren. Das heißt, ich kontrolliere, was da oben auf der Bühne gerade läuft. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Cool. Wenn der Kritiker zu laut ist, kannst du davon ausgehen, dass du vorher jahrelang, das haben nämlich die meisten Menschen am Anfang ihrer Bewusstseinserweiterung, dass da immer auf Automatisierung läuft. Also das ist auf Autopilot, nennt man das. Ja. So, wenn die auf Autopilot sind, dann ist der Stärkste und der Lauteste, der die meiste Bühnenzeit kriegt. Das sind aber bei uns immer die Negativen und die Unangenehmen. Warum? Weil um uns herum alle so sind. Menschen, aber auch Medien und alles, was du liest. Das heißt, wenn wir sagen, wenn du heute mit dem wenn du das überprüfen magst, geh auf den Marktplatz und such jemanden, mit dem du über Liebe redest, drehen sie alle weg und kotzen. Wenn du aber sagst, du willst mit mir über das scheiß Pandemie und die ganzen Probleme reden, hast du 100 sich alle her. So, das ist der Beweis. Wir sind es gewohnt worden, auch antrainiert. Ja. Negativität ist geil, hast eine große Gruppe, viel Anerkennung. Positivität wenden sich die meisten Menschen ab, nur ganz wenige blieben. Cool. Das war ein Ruhe kurz 20 Sekunden, damit du das bearbeiten kannst. Das war wirklich, wirklich super. Und du hast mir jetzt zum Erklären davon wegzukommen und wieder gleich mehr in diese praktische Tippwelt hineinzukommen, weil vieles, was du erzählst, ist natürlich das Buch, der erklärt sieht, oder? Das glaube ich informatisch auch, oder dafür da, dass man auch schnell was rausholen kann, oder wenn man unsere Videos vom ersten anschaut, hey cool, was kann ich gleich anwenden? Und zwar, du hast mir vorhin auf ein super, auf ein Buch gebracht, auf dem Friedemann Schulz von Thun, vielleicht kennst du das, der hat ein Buch geschrieben, Das innere Team, da geht es aber genau um das, cool. Wie du das jetzt erklärst. Jetzt super. Möchte ich die Frage, gibt es bei dir ein Buch, das du am liebsten verschenkst? Also es kommt darauf an, wer wo steht, wo fragt. Mhm. Wenn mir zum Beispiel die Menschen sagen, mit was fange ich an, das höre ich eigentlich am meisten. Super, ja. Dann ist es für mich The Power of Now von Eckhart Tolle. Auf Deutsch heißt das jetzt. Ja. Und da geht es simpel nur um die eigene Erkenntnis von ihm. Ne? Der war selbstmordgefährdet, stark depressiv und wollte eigentlich nicht mehr lehrbar und hat dann über eine Erleuchtung einfach gemerkt, dass dieses Ganze noch rückwärts und vorne denken niemals Glück als Gefühl erzeugen kann, weil es nie im echten Jetzt ist. Ja. Und so beschrieb er das so sehr leicht umsetzbar für ganz viele Menschen,
dass wenn du dieses Jetzt im Moment sein erweiterst, umso mehr Glück erfährst. Mhm. Und das ist drum ein gutes Einstiegsbuch. Er ist zwar klar kompliziert in der Sprache, also ich habe es auf Englisch einmal probiert und den habe ich es geknickt, weil er hat so viele Wörter, wo ich nicht kenne. Aber es ist trotzdem wertvoll. Es lässt dich ganz anders schon mal an die Sachen anschauen. Ne? Cool. Ja, empfehle ich auch. Bin ich ganz bei dir. Nehmen wir in unser Repertoire auf. Gibt es bei dir so Routinen in deinem Lehrbau, wo du sagst, hey cool, das lohnt sich für jeden einmal auch zum Schauen? Ich empfehle wirklich jedem Mensch zum Meditieren. Mhm. Und nicht, weil das was Spirituelles ist, sondern wir sind, und das darf man echt einmal kapieren und auch darum aussprechen, in einer viel zu schnellen und viel zu lauten Welt. Mhm. Was uns völlig fehlt, und damit meine ich zum Gesundbleiben, wir wären krank aufgrund vom Noise. Okay. Und von der Geschwindigkeit. Und Langsamkeit und Stille empfinden alle Menschen als extrem erholsam, nur sie lernen nicht danach. Das ist übrigens genau bei Eckhart Tolle mit Jetzt verankert. Wenn ich sage, du musst dir eine halbe Stunde am Tag mit Stille, Langsamkeit, langsam erlauben, dass der Dhamma es immer stiller wird, erreichst du Unglaubliches mit dir. Unglaublich, also da geht es so extrem schnell. Da muss man nur ein bisschen diszipliniert sein am Anfang, weil es nervt natürlich zuerst. Ne? Nichts tun, können ja die meisten nicht. Schön, ich glaube, das sind noch super Worte zum das Abschließen, weil ich glaube, für alle, die jetzt zugeschaut haben, die können da sicherlich einige Tools nutzen, wie man genau dort ankommt, wo wir da sind. Hoffen wir, und vielleicht für manche ist die Interview, für manche ist es was anderes. Egal, und los, vielleicht sind da ein paar Tools dabei. Ganz zum Schluss, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe jetzt noch zwei Sachen. Das Buch von dir, Perfect, oder? Ja. Du verlosest es, es ist schon signiert mit einer sehr netten Signierung, habe ich jetzt vorhin gesagt. Okay. Ja. Möchtest du vielleicht noch ganz kurz in ein paar Worten sagen, was es dort geht? Es wird noch verlost, wir klären noch alles weiter, sobald die Staffel fertig ist. Möchtest du vielleicht noch schnell was dazu sagen? Unbedingt. Ja. Also wichtig ist zum Wissen, das ist kein Fotobuch, weil das vermuten bei mir natürlich alle, sondern es ist ein Textbuch, wo bewusstseinserweiternder Text drin ist. Mhm. Und das war die Idee zu dem Buch. Das Versprechen, jeder, der das Buch liest, wird danach nichts Schädliches mehr sich selber antun, was das Thema Schönheit angeht. Und es haben viele Männer sich gekauft und mir Feedback geschickt, weil die müssen nur eine Komponente ersetzen, das ist nicht mehr diese Schönheit, sondern Erfolg. Ja. Du bist so, wie du bist, genau immer perfekt. Und ab dem Tag, wo du dir das erlaubst, bist du praktisch geheilt. Cool. Von allem. Cool. Dann haben wir da vielleicht ein nächstes Tool, das das vollbringen kann. Ja. Spitze, nochmal vielen lieben Dank dafür. Voll gerne. Dann gibt es jetzt noch fast allerletzte Sache für dich, zum zweiten kommen wir noch. Und zwar schnappst du diese Kamera hier, schnappst du. Ja. Das heißt, die allerletzte Sache, was möchtest du vielleicht jetzt noch ganz zum Schluss mit auf dem Werk? Ja, was gibt es da noch? Was sind noch so ganz zum Schluss so das Wichtigste, was einfach noch zeigen möchtest? Bitte, das ist es. Eigentlich ist es ein ganz kurzes Statement. Es ist das Einzige, was ich euch sagen mag, ist, es ist einfach wundervoll, dass es euch gibt. Jeden von uns, in jeder Variante, in jeder Form. Und weil wir im Moment ja ungefähr 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt sind, will ich euch noch eins mitgeben, wo wichtig ist und auch auf das Buch zeigt. Wenn 7,8 Milliarden Menschen lebend auf dieser Welt, von allen, die bereits verstorben sind, noch abgesehen, einzigartig auf die Welt kommen, beweisbar durch DNA, durch alles an uns ist unterschiedlich. Wer um Gottes Willen hat irgendwann den Blödsinn in die Welt gesetzt, zum sagen, wir müssen gleich sein wie die anderen. Und das ist meine Empfehlung, erkennen die Einzigartigkeit auch an euch und auch an aller anderen und fangen auch die Einzigartigkeit groß machen. Wenn wir uns nur mal anfangen, das zu erlauben, wird das lehrbar. Wesentlich entspannter, leichter und es wird glücklicher wäre, was am Schluss denn ist. Und an der Stelle vielen lieben Dank gerne an euch alle. Vielen lieben Dank, das war echt super. Voll gerne.